Aufgabe 49 besteht aus einer Aluminiumstrebe mit dem gegebenen Querschnitt. Wiederum muss zuerst die Lage des Schwerpunktes des Profils bestimmt werden, um dann anschließend das Flächenträgheitsmoment um die x-Achse ausrechnen zu können. Die Segmente haben jeweils die Dicke d. Eine Skizze wiederum. Also Einteilung ist so, dass diese Fläche da oben eine Fläche wird, nämlich 1. Hier verlängern wir dann nach unten, das wird die Fläche 2. Auch hier verlängern wir so, dann ist das Verbleibende da unten die Fläche 3. Und da drüben machen wir es genau symmetrisch. Das ist 4 und das ist 5 da oben. So, dann haben wir hier die globale Symmetrie und Koordinatenachse. Ja, Koordinatenachse ist gar nicht so wichtig. Da ist wichtiger, dass man den Abstand für den Schwerpunkt bestimmt, weil hier geht nämlich diese x-Achse durch. So, was braucht man noch? Naja, die Schwerpunkte alle. Hier gibt es einen Schwerpunkt, hier gibt es einen Schwerpunkt. Da oben gibt es einen Schwerpunkt. Es ist ein bisschen irreführend gezeichnet jetzt, deswegen überlege ich so lang. Die x-Achse schaut so aus, als würde sie diese beiden Flächen 2 und 4 genau teilen. Die liegt allerdings eher ein bisschen drunter sinnvollerweise, weil die Fläche 3 unten größer ist als 1 und 5 oben. Also das ist ja die Achse durch den Gesamtschwerpunkt. Deswegen übertreiben wir es ein bisschen und ich zeichne die Schwerpunkte, die beiden Schwerpunkte für 2 und 4 da heroben ein. Und der Dreier ist da. Ja. Dann ist der Abstand von unserer ursprünglichen x-Achse, im Prinzip ist wurscht, von wo weg Sie messen, aber Sie müssen irgendwo ein Bezugssystem sich überlegen, von dem aus Sie den Abstand für den globalen Schwerpunkt bestimmen. Also hier, die mache ich grün, ist der Abstand y quer von der x-Achse oben zum Schwerpunkt. Den wollen wir bestimmen. Dann hat man hier einen Abstand, der ist y quer minus h halbe. Wir haben da oben h halbe bis zum Schwerpunkt. Das ist h halbe und bis zum Vierer rüber natürlich auch. Wir brauchen da den Abstand, der ist d halbe. Und das da ist d, das da unten ist b1. Und den brauchen wir noch zum Schwerpunkt von 3. Das ist h minus d halbe. Weil das ja da wieder d ist, die Dicke von 3. Ja, und das Ganze ist natürlich h hoch. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wie Sie sehen, beim Bemaßen, dass man alles richtig und alles vollständig bemaßt, dann hat man eigentlich eh schon die Hälfte erledigt. Okay, Schwerpunkt. Wieder unsere Tabelle, Bezeichnung der Fläche, I, 1, 2, 3, 4, 5. Den Abstand xi Tilde für die Schwerpunktsformel, ich erinnere an die Schwerpunktsformel, y quer ist für die zusammengesetzten Flächen die Summe aus y Tilde i ai durch Summe ai. Das ist die Formel und dann muss auch hier natürlich y Tilde i stehen. So, die Flächen und die Produkte aus y Tilde i ai. Das lasse ich gleich offen nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Schreiben wir es einmal als Variablenwerte rein. Für die Fläche 1 oben ist der yi-Tilde-Abstand, ja, den haben wir schon nicht bemaßt, d halbe. Die Fläche, wie groß ist die Fläche? D ist das Ganze hoch und
Das Ganze ist B2 oben laut Angabe, also ist das da innen B2 minus die Dicke von der 2er, nämlich D. Der 2er ist Schwerpunktsabstand H halbe, Fläche H mal D. Der 3er ist Schwerpunktsabstand H minus D halbe, Fläche B1 minus 2D mal D. 4 ist wieder gleich wie 2, ist also H halbe und H mal D. Und 5 ist gleich wie 1, ist D halbe und D mal B2 minus D. Und dann die Produkte aus den Ganzen. D halbe mal D mal B2 minus D. Schreiben wir es so her. H halbe H D. H minus D halbe. B1 minus 2D mal D. Und H halbe H mal D. Und D halbe D. B2 minus D. Zahlenwertmäßig YI Tilde angegeben in Millimetern, AI in Quadratmillimeter. Ich rechne einfach alles aus und das Produkt YI AI in Kubikmillimeter. So, rechnen wir aus, also ich schreibe es einfach ab von da. Da kommt 5 raus, 50, 95, 50, 5, 200, 1600, 1200 und für die Produkte 1000, 50.000, 57.000, 50.000 und wieder 1.000. Und die Summe aus den beiden hinteren brauchen wir, das ist einmal 3.000 für die Fläche und 159.000 für das Produkt. Fläche und individuelle Abstände. Somit kann man das da oben einsetzen. 159.000 durch 3.000 in Kubikmillimeter durch Quadratmillimeter und dann sollte Y quer 53 Millimeter werden. Ja, das ist einmal der Schwerpunktsabstand. Und jetzt eigentlich erst das wirklich Interessante, nämlich die Trägheitsmomente. Jetzt schneide ich es noch einmal aus. So, jetzt kommt das Ganze noch einmal für die Trägheitsmomente. Gleich wieder machen wir Zahlenwerte und Variablen-Tabelle in eine. I1, 2, 3, 4, 5. IXI Tilde ist das Flächenträgheitsmoment um X bezogen immer auf die lokalen Koordinaten. Also die X-Achse, die durch den Schwerpunkt geht von der jeweiligen Fläche. 1, 2, 3, 4, 5. Und das andere ist der Steineranteil, AI und Y-Abstand zum Quadrat. Und dann schauen wir mal. Das IX1 Tilde, das ist jetzt einmal, zeichne es vielleicht ein, das ist das I, also das Flächenträgheitsmoment, das um diese X, ich nenne es jetzt X1 Tilde Achse geht. Also von der Fläche 1 um diese blaue Achse da. Wie groß ist das? Zwölftel ist es sicher. Zwölftel sind die alle. Ich schreibe überall Zwölftel einmal. Dann können Sie dabei überlegen, wie groß das Anzahl ist.
2 minus d mal d der dritten Zwölftel. Fürs Zwara, zeichnen wir es halt da noch ein, ist es die Achse. Da ist es die Achse, die und die. Also fürs Zweier muss es sein, d mal h der dritten Zwölftel, oder? Fürs Dreier b1 minus, ja, 2 mal d, muss man aufpassen, weil wir rechts und links was weggeschnitten haben, mal d der dritten Zwölftel. Und die anderen sind wieder gleich wie das, was eh schon oben steht, dh der dritten Zwölftel und b2 minus d, d der dritten. So. Flächen und Abstandsquadrate. Die Fläche von 1 ist offensichtlich d mal b2 minus d. Das Abstandsquadrat vom Schwerpunkt zum, da geht es jetzt um, das, um den Abstand vom Schwerpunkt 1 da zum globalen Schwerpunkt. Der Abstand von oben, von ganz oben zum globalen Schwerpunkt ist das y quer. Also irgendwie kommt da immer das y quer vor jetzt. Und davon abziehen muss man das d halbe, um das der Schwerpunkt von 1 unter der x-Achse sitzt. Also y quer minus d halbe zum Quadrat. So, und schon wieder zu wenig Platz. Entschuldigung. Ja, die Fläche 2 ist h mal d. Und das Abstandsquadrat von 2, das steht schon hier, das ist y quer minus h halbe zum Quadrat. Das habe ich Ihnen eh schon eingezeichnet da. Fläche von 3, b1 minus 2d mal d. Und h minus d halbe minus y quer, jetzt schreibe ich es darüber, zum Quadrat. Die 4 ist wieder gleich, h mal d, y quer minus h halbe Quadrat. Und da haben wir d, b2 minus d, y quer minus d halbe zum Quadrat. So, Zahlenwerte, das eigentlich... Ja, eigentlich braucht man es gar nicht extra ausrechnen. Machen wir es jetzt so, um Zeit zu sparen vielleicht. Ix, I Tilde plus den Steineranteil, der dazugehört gleich. Das ist dann in Millimeter der vierten. Einfach beide ausrechnen und miteinander addieren. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, rechnet man es halt getrennt aus und addiert es dann noch einmal extra. Das sind 4. 6, 2, 4, 6, 6 mal 6 periodisch, da haben wir 842.333,3 periodisch und da haben wir natürlich dann wieder das Gleiche. Und der Dreier, was kriegt man da raus? 1.000.000. 63.400. Und jetzt braucht man noch die Summe von den 5 Beiträgen. 3,67 mal 10 hoch 6. Also ja, das kann man jetzt gleich so stehen lassen.